Wenn wir uns heute mal in unserer Schmökerkiste umsehen, kommen wir ja nicht drum rum, dass irgendetwas sich Land auf Land ab tut. Und es hat ja auch der Dichter Ludwig Uhland so schöne Verse geschrieben, die lauten: Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag. Das kann man natürlich auch was anderes drauf beziehen, aber bei uns wird sie schön. Es steht ja über dem Gedicht, was jetzt kommt: Frühlingsglaube. Und wir haben heute mal herausgesucht, was deutsche Dichter so über den Frühling und vor allen Dingen über die Blumen gedichtet, geschrieben haben. Und dabei müssen wir sagen, haben wir ziemliche Schwierigkeiten. Heute können Sie ohne weiteres am Heiligabend in den Laden gehen und kaufen sich Frühlingsblumen. Und auch wenn der dichte Schnee liegt, dann gibt es immer noch genug Rosen, die aus Afrika herbeigeschafft werden. Und das hat man früher nicht gekannt. Man hat tatsächlich sich gefreut, wenn zum ersten Mal wieder Blumen im Garten waren. Und unser Heinrich Heine hat das sogar in so volkstümlichen Strophen gemacht, dass Felix Mendelssohn Bartholdy das Ganze in eine volksliedhafte Melodie gebracht hat. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute, klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite, kling hinaus bis an das Haus, wo die Blumen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen. Bloß wenn man das Gedicht vielleicht 10-mal sich anhört, dann fällt einem auf, also wenn es jetzt das Frühlingsläuten ist im Garten, also mit einer Rose ist da noch nicht viel zu machen zu seiner Zeit. Aber auch Paul Gerhardt lässt in seinem Sommerlied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud, Narzissen und Tulipan blühen. Na gut, also dann wollen wir das denen verzeihen. Wir nehmen jetzt mal einen richtigen guten Botaniker, das ist Hermann Wagner, 1861. Der hat eine malerische Botanik geschrieben mit einer richtigen Angabe, was es alles gibt. Er hat geschrieben: Keine Jahreszeit ist zu einem solchen Herz und Geist gleichzeitig erquickenden Anfang geeigneter als der Frühling. Das Erwachen der Gewächse, das Aufstehen der ganzen Natur aus dem langen Schlummer geht mit dem Regen im eigenen Geiste Hand in Hand. Der geistige Mensch findet unbewusst und bewusst um sich herum so zahllos Verwandtes Neues. Er fühlt sich als Glied des wonnigen Ganzen unwiderstehlich fortgerissen und gewinnt einen Genuss, der sich weniger gut schildern als erleben lässt. Und einer, der das auch gebracht hat, dieses Gefühl auszudrücken, der ist Johann Wolfgang von Goethe. Und ich glaube, auch heutzutage müssen die Schüler, ob sie wollen oder nicht, immer noch etwas lernen, was sich so anhört. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Ja, wenn der Osterspaziergang auch noch ein bisschen weitergeht, das Wichtige sind ja die Farben. Und das sind die Blumen, die jetzt kommen. Und da hat Goethe auch etwas geschrieben, denn Goethe war ja auch Gärtner. Was war er eigentlich nicht? Also Klavier konnte er nicht gut spielen, aber er konnte seinen Garten gut in Schuss halten und hat ein Gedicht geschrieben, wie das da im Frühling aussieht. Das Beet, schon lockert sich's in die Höhe. Da wanken Glöckchen, so weiß wie Schnee. Safran entfaltet gewaltige Glut,
Smaragden keimt es und keimt wie Blut. Primeln stolzieren so naseweiß. Schalkhafte Veilchen versteckt mit Fleiß. Was auch noch alles da regt und webt, genug, der Frühling erwirbt und lebt. Und der schon erwähnte Hermann Wagner hat uns auch aufgeschrieben, was wir haben sollen. Also unter Haselbüschen, falls sie jemand erkennt, findet man gelbe Goldsternaugen. Und dann gibt es Fingerkraut an einem Abhang. Und am Weg die purpurnen Glocken der Küchenschelle. Dann hat er geschrieben, das liebliche Blau der Leberblümchen wechselt mit den wogenden Beeten weiß- oder gelbblühende Anemonen, den duftgefüllten Veilchen und aromatischen Primeln. Wir wollen dich aber, lieber Leser, nicht langweilen mit einem langen Register unserer Frühlingsflur. Geh hinaus, pflücke dir selbst im Wonnemond ein liebliches Sträußchen. Fink, Lerche und Drossel werden dich mit ihren Liedern begleiten. Also sicherheitshalber, obwohl wir hier nun poetische Blütensammlungen machen, möchte man darauf hinweisen, dass sie nicht gleich losstürzen und alles abrupfen, was gerade im Feld und Flur ist. Denn ich habe das Gefühl, das meiste steht heute unter Naturschutz oder ist vielleicht schon gar nicht mehr aufzufinden. Die Farben haben natürlich eine große Rolle gespielt. Wir denken heute da nicht mehr dran. Für die Leute war eine der frühen Frühblüher eigentlich die Hyazinthe, kann man ja heute noch erleben. Und die stellte man dann ins Fenster. Und das hat etwas zu bedeuten, aber das wissen wir heute nicht mehr. Eine weiße Hyazinthe war das Bild der Demut. Eine hellblaue war das Bild des Glaubens und rötlich war ein Ausdruck der Freude. Ich habe mal nachgesehen, was gelbe sind, da steht, Gelb, Bild der Hingebung, ich gewähre dir alles. Ich weiß ja nur nicht, wer das heute ins Fenster stellt. Dann würden sich bestimmt bald welche melden und mal anklopfen und sagen, ich möchte auch mal das machen, was die gelbe Hyazinthe mir verrät. Auch in der Berliner Modenzeitung 1857 steht drin, hinaus, hinaus, auf Feld und Flur, sie kommt, die Mutter aller Freuden. Sie kommt, die lachende Natur, in ihrem bunten Frühlingskleide. Die Sonne leuchtet ihrem Pfad im Glanze vor. Wohin sie zieht, ist Harmonie und alles blüht. Die Blumen haben alle mit dem Aberglauben was zu tun gehabt. Einfach nach der langen Winterszeit war jetzt das so überraschend, dass aus der dunklen Erde überall Blüten und Pflanzen kamen und das immer mehr wurden. Die Frühlingsblumen galten allgemein als besonders heilkräftig. Also es wurde hier geglaubt, wer drei verschiedene findet, soll dann drei Blüten abmachen und die kauen und runterschlingen, denn er wird das ganze Jahr nicht mehr krank. Ich weiß auch nicht, weshalb die Krankenkasse das nicht weiter verbreitet, denn hätten wir doch eine ganze Menge zu sparen. Aber man darf auch die Frühlingsblumen nicht mit in sein Haus und Hof bringen. Wenn man die da aufstellt, legen die Hühner keine Eier mehr. Ich weiß, ja, damit haben wir auch noch einen Ratschlag gegeben für die tüchtigen Freizeitbauern. Und dann gilt etwas, obwohl sie eigentlich so gesund sein sollen, steht extra da Knabenkraut, Küchenschelle, Schneeglöckchen, Veilchen. Da darf man nicht dran riechen. Weshalb, weiß ich nicht. Der Aberglaube ist, man bekommt eine dicke Nase und wenn man zu viel davon gerochen hat, ja, den Duft müsste man eigentlich mal erwähnen, dann bekommt man ein geschwollenes Gesicht. Ein Schweizer Maler und Dichter, Ernst Kreidolf, hat ein schönes Büchlein geschrieben. Wir haben das nur in so einer sehr desaströsen Ausgabe. Und da steht ein schönes Gedicht drin, Die ersten Blumen. Und das wolltest du uns, glaube ich, vorlesen. Das war's. Die ersten Blumen, doch. Ernst Kreidolf, nee, das behalte ich, das wird ein bisschen schwierig. Die ersten Blumen. Ich war noch nicht ganz so weit.
weil wir erst den Frühlingsspaziergang machen wollen. Ja. Also, der hat ein sehr schönes Gedicht über die ersten Blumen geschrieben. Schmilzt im Frühling der Schnee, kommen wieder die Blumen, kommen wieder die Falter aus sonniger Höhe. Da blüht Schneeglöckchen, da blüht Anemone und es kommt Aurora zu den Blumen auf Besuch. Von den Zweigen, da steigen Weidenkätzchen herunter und schnurren ganz leise ein heimliches Lied, wenn der Frühling einzieht. Und hier ist er jetzt tatsächlich in dem Buch. Wie gesagt, sieht schon ziemlich ramponiert aus, aber ich habe es sehr früh von meiner Großmutter geschenkt. Woher dies hat, weiß ich auch nicht. Es ist jedenfalls in unserer Schmökerkiste. Und ich muss so in der dritten, vierten Klasse gewesen sein, als ich krank war. Und da habe ich da drin gelesen. Und damals kam unsere Lehrerin, eine junge Frau, und hat sich erkundigt, wie es mir geht. Und war von dem Buch so begeistert, dass sie meiner Mutter gesagt hat, ob sie es sich nicht mal ausborgen kann. Und meine Mutter, großzügig wie sie war, hat das auch gemacht. Als ich dann wieder in die Schule kam, war ich sehr erstaunt. Die ganze Klasse konnte die ersten Blumen schmilzt im Frühling. Das hatten die nämlich auswendig lernen müssen. Das verdankten sie meiner Krankheit. Und ich habe es nie gelernt. Ich kann es heute noch nicht auswendig. Aber ich kenne ein Gedicht von Gerhard Huhn. Aus Blankenburg stammt er. Und war auch einer der großen, bedeutenden, letzten, muss man leider sagen, Dichter, die in Plattdeutsch der Börde geschrieben haben. Aber das kann ich Ihnen hier nicht zum Besten geben. Aber er hat ein hochdeutsches Gedicht. Frühe im März, der Tauwind weht. Es naht der Morgen. Die Winternacht ist fast vorbei. Was unterm Schnee bislang verborgen, zeigt sich allmählich und wird frei. Saatkrähen hocken in der Weide. Sie streckt die dürren Zweige aus, noch ruht im Dämmerlicht die Heide, doch erster Rauch steigt aus dem Haus. Nun kann man natürlich sagen, wenn das früh morgen ist, hat sich jemand sicher im Haus Kaffee gekocht oder hatte Lust, sich mal zu waschen, das weiß ich alles nicht. Aber damals gab es im Frühjahr etwas Besonderes, morgens zu kochen. Das waren die Kräutersuppen. Ja. Ja. Und die Königliche Gartendirektion Potsdam wurde 1846 angewiesen, im Mai folgende Kräuter zu gleichen Teilen sammeln zu lassen. Gundermann, Pimpinelle, Brunnenkresse, Gartenkresse, Gänseblümchen, Sauerampfer, Kerbel, Portulak und Schafgarbe. Alles musste täglich frisch in die Küche des berühmten Gelehrten Alexander von Humboldt geliefert werden. Diese Frühlingssuppe aus 9 Kräutern galt als wahres Wundermittel und tatsächlich starb Humboldt erst mit 80, ich muss sagen 90 Jahren. Ja, 80 würden wir uns ja auch drüber freuen. Also dann erwarte ich mal, dass ich solche Suppe auch bekomme. Du musst natürlich dann die Kräuter sammeln. Ich habe mitgezählt, wie viele es sind. Es sind 9. Die Suppe heißt auch bei uns hier in unserer mitteldeutschen Gegend und steht sogar in alten Kochbüchern noch drin, 9 schöne. Und zwar 9 schöne Kräuter. Und diese 9 schönen Kräuter, haben Sie ja eben gerade aufgezählt bekommen, glaube ich, findet man heute nicht so schnell, es sei denn, man hat einen großen Kräutergarten. Aber ob es nun so gesund war, weiß ich auch nicht. Der Humboldt war ein reicher Mann, der hat es gegessen wirklich für die Gesundheit, vermute ich mal. Aber wir wollen mal ehrlich sagen, hier in unserer Gegend haben es die Bauern und die Landarbeiter gegessen. Es sind sogar richtige Berichte, dass die Kinder losgescheucht wurden. Die konnten zwar anschließend gut in Botanik sein und konnten die unterscheiden. Man konnte aber auch Kräuter mitbringen, die nicht gerade zu finden waren. Also ich habe vorhin erfahren, Taubnessel machen es auch und Giersch ist auch möglich.
Überhaupt ist es die Zeit, wo Eduard Mörike eins der schönsten Frühlingsgedichte geschrieben hat. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch von fern, ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Ja, und Theodor Fontane schrieb, nun ist er endlich kommen doch im grünen Knospenschuh. Er kam ja immer noch, die Bäume nicken sich zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum, nun treiben sie Schuss auf Schuss. Im Garten der alte Apfelbaum, er sträubt sich, aber er muss. Wohl zögert auch das alte Herz und atmet noch nicht frei. Es bangt und sorgt, es ist erst März und März ist noch nicht Mai. O schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh. Es wagt es, der alte Apfelbaum. Herze, wag's auch du. Schön, dass du mich dabei ansiehst. Und wir kommen jetzt mal zu etwas ganz anderem, was dazu gehört, was wir heute auch kaum noch kennen. Und zwar hat es eine Blumensprache gegeben. Der deutsche Schriftsteller Karl Herlosson hat sogar um 1835 behauptet, es wäre die älteste Sprache auf der Welt überhaupt. Und sie wäre so kompliziert, vor allen Dingen im Morgenland geworden, dass man selbst aus der Lage der einzelnen Blumen im Strauß lesen konnte, was da für eine Botschaft übermittelt wurde. Und auch selbst, ob die Dornen abgeschnitten wurden oder nicht. Naja, wenn sie nicht abgeschnitten wurde, konnte man sich auch was dabei denken. Und diese ganzen Blumen haben tatsächlich im Deutschen alle so einen Namen. Mal sehen, ob du raten kannst, was das bedeutet, wenn ich dir eine Königskerze schenke. Mache ich ja nicht. Naja, eine Königskerze ist eigentlich auch Heilkräuter. Ja. Und zwar gegen Husten ist das sie wirksam. Gut, das ist wenigstens eine schöne Ausrede. Nein, diese hohe Pflanze, die bedeutet Stolz. Also, aber Kornblume kennst du? Ist ein Korbblütler und sie zeigt die Treue. Ja, weil sie blau ist. Und Leberblume ist auch blau und die zeigt die Anspruchslosigkeit. Die würde ich also nicht so verschenken. Feuernelke. Na, was heißt ist feurig? Liebe. Na, bitte. Es ist auch eine schöne Blüte, das Maiglöckchen. Das Maiglöckchen ist eine hübsche Blume, eigentlich im Wald angesiedelt. In Kindergärten hat man sie nicht so gerne. Nee, weil, da sind sie, glaube ich, auch verboten. Weil sie giftig sind. Und Kinder sind enttäuscht, wenn sie das Sträußchen, was sie gefunden haben, nicht aufstellen dürfen. Ja. Aber sie sind sehr giftig. Ja. Und Gänseblümchen? Das kennt ja nur jeder noch. Gänseblümchen, ja. Das ist eine Orakelblume. Du liebst mich, du liebst mich nicht, du liebst mich, du liebst mich nicht. Ja, nur nicht das ganze Blümchen nicht. Durch. Nein, das ganze Blümchen nicht. Es ist Schluss damit. Ja gut, ja. Weiß aber jeder, kein Problem. Und wie sieht's aus, weil du nun so schön erzählt hast, was giftig ist und was machen wir damit? Hast du schon mal Gänseblümchen gegessen? Ach ja, mit dem Gänseblümchen. Im Wendland sind wir oft im Mai zu Volksfesten. Und da wurde das Gänseblümchen zum Schmücken von Platten mit Wurstschnitten benutzt. Aber man benutzte es auch für die Tortendekoration.
Also ich fand es hübsch aussehen, aber so ganz sympathisch war mir das nicht. Es war mir doch etwas fremd. Aber sie haben damit fleißig dekoriert. Ja, vor allen Dingen wusste man nicht, ob sie es schon gewaschen hatten oder ja, nicht. Das ist das Problem. Ja, das war es. Wenn Sie Flieder finden, Flieder, müssen Sie nachgucken, wo eine fünfblättrige Blüte ist. Wenn Sie die finden, dürfen Sie die essen, dann sind Sie ebenfalls ein Jahr lang gesund. Denn Flieder bedeutet jugendliche Frische. Was Sie nicht im Zimmer halten dürfen, ist Efeu. Obwohl der ja manchmal auch blüht. Aber Efeu nicht. Denn das bedeutet im Zimmer Unglück, Ehestreit und Tod. Hat man also alles, was man braucht. Was man nicht braucht, sagen wir lieber. Und das Schlimmste ist ja, wenn Sie eine Tochter haben, dann bleibt die unverheiratet. Also Sie sehen, Efeu ist schon was für sich. Und wenn Sie im Garten haben, Ehrenpreis, den kann man da auch noch anbauen heutzutage, das ist kein Problem. Dieser Ehrenpreis ist auch wichtig für die Bauern früher gewesen. Denn der vertreibt das Gewitter. Man hatte fürchterliche Angst, gerade bei strohgedeckten Häuschen, dass mit einmal alles wunderbar im Flammen stand und eine Feuerwehr richtig gab es auch noch nicht. Also man kann sie anpflanzen gegen Gewitter und gegen Hexen. Über Hexen können wir jetzt nicht viel sagen, weil wir uns da nicht so auskennen. Und die wir kennen, die tun nicht so, als wenn sie Hexen sind. Ein Frauenschuh kann man, ich sage aber nicht wo, kann man immer noch finden in unserer Gegend. Zum Harz hin, braucht kalkhaltigen Boden und es sind immer wieder dieselben, kann man nicht anders sagen, Dummlinge, die es ausgraben und sagen, ach, wir gießen das im Garten auch hübsch, das wird schon werden. Es wird niemals, weil es abhängig ist von diesem kalkhaltigen Boden und dann ist es aus. Aber der Aberglaube sagt, wer unvermittelt so einen Frauenschuh findet, der bekommt mal eine schöne Frau. Ich werde dir jetzt aber nicht sagen, wo ich das gefunden habe, aber es hat ja fast geklappt. Es heißt, eine andere Pflanze, die ist nur allgemein bekannt, Fuchsie. Wie heißen die im Plattdeutsch? Weißt du nicht mehr? Einmal angucken, dann vergisst man das nie. Die heißen Bammellottchen. Das ist, sieht aus wie eine Frau, die sich aufgehängt hat. Man sieht unten noch einen Unterrock, der rausguckt, sieht auch die beiden Füße noch und darüber den roten Rock. Also, Fuchschen wollen wir aber auch nicht haben. Eine Pflanze ist von den Dichtern sehr, sehr bemüht worden. Das vergiss mal nicht. Wir haben hier ein Gedicht von 1853, haben in Wörlitz mehrere Damen gedichtet, muss man sagen, oder gereimt, das kann sich jeder selbst aussuchen. Und zwar haben sie ihrer Fürstentochter Agnes, die heiratete, einen Blumenkorb mit Vergissmeinnicht geschenkt aus dem Wörlitzer Park. Und, das wäre ein bisschen wenig gewesen, dazu ein Tischchen aus Zedernholz und der Baum war auch in Wörlitz gehauen worden. Im Lande, wo Elbstrom treu der Mulde Lippen küsst, die Eiche tausendjährig dich begrüßt, da sprost auf deinen Faden dicht, vergiss mal nicht. Im Garten, wo Kunst hervorrief Wunder der Natur, wo still der Schwan verfolgt der Gondelspur, wo jeder Baum so traulich spricht, vergiss mal nicht. Im Schlosse, wo Lindenduft den Morgengruß dir weht, vor dem der Pfau mit Stolz die Federn bläht, wie blühet da so reich und licht, vergiss mal nicht. Prinzessin, nimm huldreich auch, was die Zeder trägt, es ist von treuer Hand der Kranz gepflegt. Aus ihm Land und Schloss und Garten spricht, vergiss mal nicht. Wenn wir den Namen Götze hören, dann denken wir natürlich, wenn wir mal im Literaturunterricht aufgepasst haben, an den Pfarrer in Hamburg, der sich mit Lessing herumgebalgt hat. Aber der hatte nur einen Bruder und der war weniger unfreundlich. Der hat in
Quedlinburg gelebt und gewirkt und er hat ein Buch geschrieben, ungefähr um 1785, Die Harzgegend. Und darin wird eine Reise beschrieben, die er mit drei Kindern macht und ihnen erklärt, was da alles im Harz zu sehen ist, worauf man vielleicht normalerweise gar nicht achtet. Und da hat er auch das Vergissmeinnicht und schreibt, dies niedliche Blümchen ist recht dazu gemacht, Auge und Herz an sich zu ziehen. Daher hat man es wohl zum Bilde der Freundschaft gewählt und ihm diesen Namen gegeben. Wenn ich nur 30 Jahre nehme und mir vorstelle, dass dieses Blümchen alle Jahre ohne Beihilfe der Menschen aus der Erde gewachsen ist, so ist es immer dasselbe, immer sich vollkommen gleich. Da ist auch kein Pünktchen, kein Strichchen vergessen. Dieses hier, welches ich in der Hand habe, nach seiner Bildung, der Lage aller seiner Teile, nach seinen Farben, ist noch eben dasselbe als vor 30 Jahren. Man sieht, es ließ sich auch so ein Blümchen gleich für eine kleine Andacht verwenden und Heinrich Heine hat es sogar in etwas trauriger Form gebraucht. Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht. Er fiel auf die zarten Blaublümelein. Sie sind verwelket, verdorret. Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb. Sie flohen heimlich von Hause fort. Es wusst weder Vater noch Mutter. Sie sind gewandert hin und her. Sie haben gehabt weder Glück noch Stern. Sie sind verdorben. Gestorben. Na, nun wollen wir etwas Fröhlicheres nehmen, was ja auch gebraucht wird in der Zeit oder gebraucht wurde in der Zeit, wo man auf der Wiese tanzen konnte. Friedrich von Hagedorn. Der Nachtigall reizende Lieder ertönen und locken schon wieder. Die fröhlichsten Stunden ins Jahr. Nun singet die steigende Lerche, nun klappern die reisenden Störche, nun schwatzet der gaukelnde Star. Nun heben sich Binsen und Keime, nun kleiden die Blätter die Bäume, nun schwindet des Winters Gestalt. Nun rauschen lebendige Quellen und tränken mit spielenden Wellen, die driften den Anger, den Wald. Nun stellt sich die Dorfschaft in Reihen. Nun rufen euch muntre Schalmeien, ihr stampfenden Tänzer hervor. O Jubel auf grünender Wiese, hebt Hans die errötende Liese in hurtiger Wendung empor. Die Blumen so zu personifizieren, auch die Tiere, das ist etwas, das aus der Kinderliteratur kommt. Und hier ist so ein frühes, nachgedrucktes Kinderbuch aus England. Und da ist ein Ball der Blumen und der Vögel und die haben auch alle bunte Bilder und werden auch mit langen Versen versehen. Die Kinder konnten sich also hier in eine eigene Fantasiewelt träumen, wobei immer die Originale, also die Vögel und die Blumen, von ihnen auch lebendig erlebbar waren. Einer, der das besonders gut konnte, das war Ernst Kreidolf, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Hier ist sein Alpenblumenmärchen und da haben wir ein Gedicht über die Anemonen, die ja bei uns auch zu den Frühlingsblüten zählen. Gelb und weiße Anemonen sitzen auf dem hohen Rasen, wo die Felsen Winde blasen, wo die Murmeltiere grasen, wo die braunen Alpenhasen und die muntern Gämsen wohnen. O, wie lacht das Blau der Berge, in den Schrunden glänzt der Schnee, tief im Tal der grüne See. Und es klingt ein Schrilljuchhe aus den Wäldern in die Höhe, von dem alten Höhlenzwerge. Gruß den Schwestern Anemonen, Blumenblätter in die Lüfte, in die Gründe, in die Klüfte, bis hinunter in den See, fliegen aus der luftigen Höhe,
ihrem Zwerg den Gruß zu löhnen. Na, da ist gleich noch das Buch hinterhergeflogen, hinter den Blumenblättern. Ich habe ein anderes Gedicht, auch ein lustiges, von Ludwig Höltje. Den kennt zwar heute kaum jemand, so um 1780, aber deswegen holen wir ja in unserer Schmökerkiste die mal wieder vor. Von ihm ist immer noch das Zitat, Rosen auf den Weg gestreut und des Harms vergessen. Aber er hat auch ein schönes Lied geschrieben. Das muss man auch singen heutzutage, wenn man Gesangsunterricht hat. Ich jedenfalls habe es gesungen. Der Anger steht so grün, die blauen Veilchenglocken blühen und Schlüsselblumen drunter. Der Wiesengrund ist schon so bunt und färbt sich täglich bunter. Drum komme, wem der Mai gefällt und freue sich der schönen Welt und Gottes Vaters Güte, die diese Pracht hervorgebracht, den Baum und seine Blüte. Wenn das Stichwort Baum fällt, muss man natürlich denken, wir sind ja gar nicht so hinterher, eine einzelne Blume oder einen einzelnen Baum zu erleben im Frühling, sondern das Ensemble ist das Schöne. Deshalb sind auch Parkanlagen und große Gärten im Frühling besonders viel besucht. Und der romantische Park ist eigentlich das, was wir als Naturerlebnis heutzutage immer noch lieben und wo uns das Herz aufgeht. Und Josef von Eichendorff hat in seiner Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts diesen Garten auch beschrieben. Nun aber hatte ich was zu sinnen und mich zu freuen. Sie dachte ja immer noch an mich und meine Blumen. Ich ging in mein Gärtchen und riss hastig alles Unkraut von den Beeten und warf es hoch über meinen Kopf weg. Und die schimmernde Luft, als zög ich alle Übel und Melancholie mit der Wurzel heraus. Die Rosen waren nun wieder wie ihr Mund, die himmelblauen Winden wie ihre Augen. Die schneeweiße Lilie mit ihrem schwermütig gesenkten Köpfchen sah ganz aus wie sie. Ich legte alle sorgfältig in einem Körbchen zusammen. Es war ein stiller, schöner Abend und kein Wölkchen am Himmel. Einzelne Sterne traten schon am Firmamente hervor. Von Weitem rauschte die Donau über die Felder herüber. In den hohen Bäumen im herrschaftlichen Garten neben mir sangen unzählige Vögel lustig durcheinander. Ach, ich war so glücklich. Unsere Gartenkultur kommt ja, wenn man es ganz genau nimmt, aus Holland. Denn die Holländer, die durch die Ostindische Kompanie mit dem, was man damals so Morgenland nannte, sehr verbunden waren, brachten ja auch die Tulpen zu uns, die sie auch erinnerten an einen Turban, wie ihn die Türken trugen. Aber sie machten daraus ein Geschäft. Es gab Aktien auf Tulpen. Und naja, das Ähnliches gibt es ja heutzutage auch. Dann wurden die aber immer weiter verbreitet und sie wurden auch immer billiger. Und plötzlich war die Tulpe nicht mehr etwas Besonderes, sondern es war das Bild für die Prahlerei, den Dünkel, für alles Schöne, das aber keinen inneren Wert hat. Um 1700 spottete sogar jemand, in Zwiebeln steckt der all sein Geld, dafür er weiter nichts erhält als Blumenflor auf kurze Zeit. Ein anderer braucht die Gartenfreude zum Spielen. Unzucht, Schwelgerei im Grün, meint er. Steh alles frei. Hier hatten wir einen Verein oder sagen wir mal lieber eine Akademie, es war aber vornehme Leute, in Köthen, die fruchtbringende Gesellschaft. Wer dort aufgenommen wurde, bekam eine Pflanze sozusagen als Wappen. Und ein Magnus Lauerwald, der Beamter hier im Stift Magdeburg war, der bekam die Tulpe. Und dazu den Wappenspruch, die Tulipanen sind viel unterschiedener Farben, der manche Blume sonst muss in dem Garten darben.
in vielen Farben nun der Schön ich bin genannt, weil meine Wirkung nicht ist allerdings bekannt. Was schön ist in der Welt, das soll man billig preisen und jedem schönen Geist Hilf und auch Ehr beweisen. Allerdings um 1770 in einem Bauerngarten gab's keine Tulpe. Das war viel zu teuer alles. Es wurde angepflanzt, das, was man sich vielleicht von der nächsten Wiese oder vom Feldweg mitbringen konnten. Und um 1770 haben wir hier im Bauerngarten nur Aurikeln. Das sind die Primeln, also auf Deutsch gesagt die Himmelsschlüsselchen. Dann haben wir die Pfingstrose, die war aber auch gleichzeitig ein Heilmittel. Und die Bauernrosen, wie man die nannte, im Großen und Ganzen Heckenrosen, aus denen man allerlei gar nicht zu ziehen brauchte, sondern die rankten sich überall rum und das war die, kam immer wieder und da konnte man auch jedes Mal einen Strauß machen oder zum Friedhof einen Strauß bringen. Was noch wuchs, war Pfefferminz, Salbei, Thymian, aber da merkt man ja schon, haben zwar manche schöne Blüten, Pfefferminz blüht schön, Salbei auch, aber es war mehr Arzneimittel oder Küchenkräuter. Und die vornehmen Leute hatten immer Schwierigkeit, dass die Blumen schnell verwelkten. Haben wir auch heute noch. Hier ist mal von 1694 eine Festbeschreibung. Braunschweig-Lüneburg ist ein großes Fest. Die Tafel, die man dafür angelegt hat, ist ein Garten. Und zwar ist dieser Garten, wenn wir das heutzutage umrechnen, ungefähr eine Tafel, die 30 Meter lang ist. Und die ist mit Zucker nicht nur bestreut, sondern aus Zucker sind ungefähr 60 Bäume gemacht worden. Dann Lorbeersträucher, Fontänen ausgeläuterten Zucker, die so zwar aussehen, als ob da was runterfließt, ist aber nicht der Fall. Grün gefärbte Mandeln waren die Wiesen. Die ganzen Zuckerarten wurden mit Fruchtsäften, rot, gelb und so weiter gefärbt und dann gab es sogar noch hier in diesem kandierten Zucker, wo man daraus so Pyramiden baute und Säulen, damit das besonders schön aussah. Zwischen den Blumenfeldern sah man 12 Pyramiden, jede 2 Fuß hoch und Konfitüren und jede in 32 Porzellanen Konfektschüsselchen besetzt. Also es war eine Tafel, die man sich angucken konnte, ein schöner Garten, aber so ganz ist es wohl nicht unser Fall gewesen, obwohl ja manchmal heutzutage auf einem kalten Buffet auch manches steht, was man nicht essen soll, was aber schön aussieht. Blumenvereine haben sich dann sehr schnell am Anfang des 19. Jahrhunderts gebildet, zuerst in London. Da wurde das eine Mode, nicht nur reiche Leute prunkten mit ihrem Blumenschmuck, der manchmal auch aus Indien, aus der Türkei, aus Afrika herangeschafft wurde. Denken Sie zum Beispiel an die Strelitzia, der Name ja eigentlich nichts weiter bedeutet als Strelitz, Mecklenburg-Strelitz war ein Land und als da eine Prinzessin nach London heiratete, hat man diese Blume, eine südafrikanische Schmucklilie, glaube ich, ihr zu Ehren so genannt. Aber es gab auch große Gartenvereine in den Großstädten wie Berlin, Braunschweig, Wien, Dresden auch. Berlin habe ich schon erwähnt. Und da fragt man natürlich, und Magdeburg? Ja, Magdeburg war ein bisschen komplizierter. Da gab es auch reiche Leute, die auch Gärten hatten. Die waren meistens auf dem Werder. Und diese Leute waren aber alle ein bisschen praktisch denkend. Sie hatten 2 Ausstellungen im Jahr. Eine fand im Frühjahr statt und das war ulkigerweise die Obstausstellung. Man vermutet, dass es also, das vermute ich mal, dass sie sich gefreut haben, wer noch einen Apfel und eine Birne vorzeigen konnte, selbst wenn schon der Osterhase herumlief. Aber da gab es auch extra Rezepte. Zum Beispiel hat man ja Weintrauben, die ganzen Trauben halten können über Monate im Keller. Wenn Sie das jetzt probieren zu Hause, werden Sie Pech haben.
Aber die Magdeburger wussten damals, man muss den Stiel noch mal abschneiden und den in einen Apfel stecken. Und der Apfel wird aufgehängt. Dann bleibt mindestens ein Vierteljahr die Weintraube noch essbar. Als 1858 der Kronprinz Friedrich Wilhelm kam, er hatte sich aus London eine Prinzessin als Frau abgeholt, fuhr er mit der Eisenbahn, das ging damals schon, durch Belgien und durch die Rheinlande und so weiter und so fort, bis nach Oschersleben. In Oschersleben endete die Braunschweigische Staatsbahn, nebenbei die erste in Deutschland, und dann stieg er um in den preußischen Staatszug Richtung Berlin, aber in Magdeburg war am Abend, es war schon dunkel, mal ein Zwischenaufenthalt, um die Garnison zu begrüßen. Und da stellte das Paar fest, der ganze Elbbahnhof war ein einziger Wintergarten. Und zwar hatte die Stadt einfach angeordnet, wer Blumentöpfe hat, alle bringen an dem Nachmittag in den Bahnhof. Und so war das eigentlich schon ein Vorläufer für die Gewächshäuser. Wie die allerdings anschließend am nächsten Tag aussahen nach dem Frost, das ist nicht überliefert. Blumen waren eben immer sehr, sehr vergänglich. Ja, und darum, die empfindlichen, aber schmückenden Blumen sollten in der Mode länger ausdauern. 1873 konnte man auf der Weltausstellung in Wien künstliche Blumen aus Brasilien bewundern, aus Vogelfedern und getrockneten, glänzenden Käfern. Ja, sehr geschmackvoll. Also mit Vogelfedern, das gibt es ja immer noch. Aber ob da nun so viel daran interessiert sind, hier bei uns die grün-goldene Mistkäfer aneinander zu kleben, damit sie auch eine künstliche Blume sich auf den Hut stecken können, das glaube ich nicht. Die spielten auch nebenbei eine ganz große Rolle, die Blumen, in der Musik. Ich habe wenigstens 200 Kompositionen für die Blumen. Also hier ist zum Beispiel eine Komposition für die Orangenblüte. Ist sogar der Königin von Preußen gewidmet. Hier ist eine Komposition Märzveilchen. Sind die gerade dabei, alles abzureißen. Selbst Seerosen kann man musikalisch noch vortragen und alles andere sowieso. Nur das Einzige in der Sammlung, eine Schwierigkeit habe ich, Osterglocken. Das ist von einem Komponisten, Karl Genschalz, das ist nebenbei ein angenommener Name, der Mann hieß Gänsehals, aber das machte sich sicher nicht so ganz gut. Also Karl Genschalz aus Stolberg im Harz, Osterglocken. Aber er hat natürlich einen Osterhasen, das ist klar, aber keine Osterglocken. Dafür trägt der Hase eine Glocke und ist deshalb sicher bei den Kindern besonders beliebt, wenn sie nicht suchen müssen, sondern der läutet gleich, wo alles ist. Das finde ich immer außerordentlich gut. Diese Blumen, das gilt jetzt ganz allgemein, hat ein großer Botaniker geschrieben. Jede Blume ist ein Wundergebilde, welches dem Himmel und der Erde zugleich angehört. Denn wie sie in die Himmelsluft hinanstrebt, aus welcher die Blätter sich auch ernähren, so weiß die Erde doch die Wurzel nicht minder gut zu versorgen. Wir haben eine, glaube ich, die bekannteste Lyrikerin in unserer Gegend, kann man sagen, in Mitteldeutschland, Christel Trausch. Sie lebt in Wegeleben und sie hat ein sehr schönes Blumengedicht geschrieben. Blumen brauchen keine Hintergründe, keinen Anlass für ihr Farbenkleid. Streifen einfach ganz bescheiden durch die Lebensjahreszeit, können Schnee zum Schmelzen bringen, scheint es, streben lichtwärts in ihr Ziel, streuen ihre Saatgedanken und erwecken das Gefühl, dass sie an die Hand uns nehmen und uns streicheln mit dem Duft,
Renoviert ist jedes Zimmer und verzaubert seine Luft. Ihre kleinsten Blätter tragen manche Seelenlasten fort. Sie verbinden Kontinente und die Liebe braucht ihr Wort. Wir haben jetzt Gedichte über Frühlingsblumen Ihnen vorgetragen aus 300 Jahren. Viel besser als Christel Trausch haben wir nichts gefunden, aber wir wollen uns verabschieden mit einem Gedicht, das eigentlich in einer Kinderzeitung stand, aber schon vor 150 Jahren. Und zwar ist das der Wettstreit der Frühlingsblumen. Welche ist denn nun die schönste? Und das kann sich jetzt jeder selbst heraussuchen. Wir haben uns nicht entschieden. Aber Sie hören jetzt von Rudolf Löwenstein, 1860, diesen Streit. Es standen beisammen auf grüner Stätte der Blumen und Gräser mancherlei und stritten eifrig um die Wette, wer wohl von ihnen am schönsten sei. Seht her, so rief die Tulpe prahlend, wer ist an Farbenglanz mir gleich, wer ist wie ich so goldig strahlend? Ich bin die Schönste hier im Reich. Aurikel, Primel und Narzissen, Märzbecher, Veilchen, Ehrenpreis. Sie neigen sich vor mir, sie wissen, was mir gebührt im Blumenkreis. Klatschrose rief, du eitle Pflanze, wozu dein rühmendes Geschrei? Ein Windstoß, und mit deinem Glanze, mit deiner Schönheit ist's vorbei. Das Gänseblümchen sprach, ich trage den Preis davon, das ist doch klar. Ihr beide blüht nur wenige Tage, ich aber blühe das ganze Jahr. Was streitet ihr, sprach Anemone, des Waldes liebstes Frühlingskind, um die Macht der Schönheitkrone, die Eitelkeit, sie macht euch blind. Nicht, was da prunkt in Farb und Fülle, verdient darum des Ruhmes Zoll. Das Gute in bescheidener Hülle, das ist's, was man verehren soll. Das Gute bleibt der Welt alleine, der Schönheit Reiz und Glanz vergeht. Wir hoffen, dass Sie angeregt wurden durch die literarischen Zeugnisse aus langer, langer Zeit, sich selbst auf den Weg zu machen und in einen Garten zu gehen, wenn Sie ihn haben. Und wenn Sie nicht haben, in einen Park oder eine Wanderung über Land zu unternehmen, um nach dem Frühling zu suchen und nach den Frühlingsblumen. Und da können wir Ihnen nur alles Gute wünschen. Und wenn Sie nicht wissen, wie der Frühling aussieht, haben wir Ihnen auch noch ein Bild mitgebracht. Also wenn Sie diesen hier sehen, dann ist er es ganz bestimmt. Und damit wünschen wir Ihnen alles Gute bis zur nächsten Schmökerkiste.